Leute, wir müssen nochmal über die absurde Idee des Mietendeckels reden. Rot-Rot-Grün glaubt wirklich, Menschen in Wohnungen hineinregulieren zu können, die es gar nicht gibt. Der Mietendeckel ist unsozial. Er verhindert den Wohnungsbau, er verhindert die Sanierung der Wohnungen und am Ende, Hand aufs Herz, wird der Besserverdienende die Wohnung kriegen und nicht die alleinerziehende Mutter. Wir Freie Demokraten sagen ganz klar, wer den Mietern Macht geben will, wer die soziale Frage der Wohnkosten lösen will, muss Wohnraum schaffen. Deswegen schneller bauen, günstiger bauen, mehr bauen und wir müssen aufhören, den ländlichen Raum ausbluten zu lassen. Dann entstehen die Wohnungen auch dort, wo die Menschen wohnen wollen, dann wird Wohnraum wieder günstig. Und für uns als Freie Demokraten, als Rechtsstaatpartei, der Mietendeckel ist verfassungswidrig, das können wir so nicht stehen lassen. Deswegen klagen wir vor dem Verfassungsgericht gegen den Mietendeckel zum Wohl der Mieterinnen und Mieter und damit endlich Wohnraum entsteht und nicht nur Mangel verwaltet wird.